Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone. Mit mir, dem Lean. Im wilden Modus. Ah, Geheimnisse, Magier, Gottesschild. Gottesschild können wir machen. Ja, Rang 1 mit 4 Sternen bin ich geworden. Zwei Siege haben mich zu Legend getrennt. Mit dem Odd Paladin bin ich da von 5 auf 1 hoch. Aber dann auch ein bisschen abgefallen, hab ein bisschen rumexperimentiert, hab dann auch wieder den Reno-Lock ausprobiert und. Zuletzt habe ich hier den Selfmade-Event-Shaman gemacht und da ist mir noch was eingefallen. Und zwar den Feuerelementar mache ich, glaube ich, wieder raus. Und ich mache noch irgendwas raus. Was mache ich noch raus? Riese. Denn ich würde, glaube ich, ganz gerne den Meerriesen noch reinpacken, ist mir eingefallen gerade. Frage ist nur, was packe ich für den raus, ne? Vielleicht ein zweites davon. Ruft am Ende des Zuges ein 1-1er herbei, ist natürlich cool. Müllt das Board aber auch ziemlich voll, wie wir festgestellt haben. Und da würde ich, glaube ich, drauf verzichten auf das zweite und dann stattdessen zwei Meerriesen rein. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, wilder Modus, sehr aktiv gespielt die letzten Tage, die letzten Wochen. Jetzt gerade im Moment bin ich ein bisschen müde, aber es ist jetzt noch nicht so schlimm. Also ich war heute sportlich sehr aktiv wieder. Und deswegen bin ich positiv erschöpft. Mir tut alles weh, ich habe so ein bisschen Muskelkater. Lass dieses positive erschöpft sein. Ich glaube, wenn ich mich jetzt aufs Bett legen würde, sorry, würde ich sofort wegknacken, weil ich echt K.O. bin. Aber es passt schon. Ein paar Runden spielen, dann geht er wieder gut. Und ich sag euch so ehrlich, wie das ist, ne? Irgendwas stimmt da nicht, weil immer wenn ich den Paladin spiele, habe ich einen Event-Schamanen als Gegner. Und wenn ich einen Event-Schamanen spiele, habe ich den Reno-Warlock als Gegner. Als ich den Event-Schamanen gemacht habe, hatte ich gegen Paladin null Probleme, ne? War Easy Mode. Zu den Waffen. Trinke hier übrigens alkoholfreie Fassbrause natürlich. Bevor ihr hinterher denkt, ne? Sieht man, das ist Limo. Der Hitze bei dem Wetter, ne? Ja, ist wieder katastrophal, aber gegen Even Schamane ist halt das schwierigste Matchup für mich. Nichts Neues, nichts Außergewöhnliches. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich Start mache. Warte mal, wenn ich Start mache, geht der, gehen alle drauf, ne? Aber dafür habe ich drei neue liegen. Ja, komm, machen wir mal. Melde mich zum Dienst. Zack. Zack.
Feuer. Das Licht beschützt mich. Für die Gerechtigkeit. In den Kampf. In den Kampf. In den Kampf. Devolution. Ich rieche sie. Oh wow. Keine Devolution. Boom den Sindorei. Aber mana-technisch gefällt mir das nicht so, ne? Lasst mich nachdenken. Ja, egal. Und wieder ein Heal-Totem. Meine Güte. Lucky Boy. Oh. Ja, ja, die Meerriesen im Even-Schamane. It's so easy. Buse! Beim heiligen Licht! Ja, es ist der Wurm, der ist ganz extrem drin gerade, weil ich echt hier die Even-Schamanen um die Ohren gehauen kriege. Was mir ganz und gar nicht gefällt, aber es ist halt so. Ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden, wenn man Legend werden will, beziehungsweise Rang 1 Legend werden will, dann muss man sich damit abfinden, dass es einfach Spiele gibt, die man nicht gewinnen kann. Oder wo die Grundvoraussetzungen so schlecht sind, dass es sehr schwer wird, die zu gewinnen. Uta gegen Uta. Naja, The Mirror Games. Ja, ganz akzeptable Starthand, würde ich sagen. Da kann man doch gar nicht meckern. Das Einzige, was noch schön wäre, wäre die 3-Mana-Waffe beschwört 3 Dudes. Das wäre natürlich noch richtig toll. Melde mich. Das wäre natürlich jetzt schon mal eine richtig geile Antwort. Aber... noch nicht. Ich hatte ja auch noch keine 3 Mana. So easy kann es sein. So,
Und schon haben wir eine dickere Board Control als unser Gisha. Das Einzige, was jetzt blöd wäre, wäre, wie gesagt, die Waffe für 3. 1-4 mit 3 Dudes, dann bin ich schon wieder hinten. Tja. Here we go. Called it. Called it. Aber aus der Nummer komme ich auch nicht anders raus. Was wirklich blöde ist, dass ich auch wieder im 4-Mana-Zug nichts machen konnte außer Hero Power. Ich habe jetzt noch so einen Buff da drauf gemacht, damit er einfach mal ein bisschen mehr Schaden kriegt. Aber ist trotzdem blöd und ärgerlich und doof und alles. Ja. Ja, und für ihn ist perfekte Mana-Kurve. Also ich bin mir auch nicht mehr so sicher, ob das mit dem Deck noch so... Ich glaube, ich habe zu viel daran rumgeschraubt. Und das ist es mir hier an der Stelle auch einfach wert. Jetzt habe ich da eine 6-6er stehen. Immerhin. Und ich denke, dass ich damit vielleicht das so ein bisschen rumreißen kann. Jetzt muss er seine Buffs hier hoffentlich benutzen. Vielleicht eine dickere Waffe. Wow. Okay. Happy. Melde mich zum Dienst. Zu den Waffen. Sieht nicht gut aus. Zurück in eure Häuser. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Um den Sindor. Der Sieg gehört.
glaube, ich habe so viel rumexperimentiert an dem Deck. Eule mache ich wieder raus. Schon wieder ein Even Schamane, ne? Es ist echt traurig, Mann. Was ist denn nur los? Vielleicht soll ich das Projekt Legend erstmal pausieren oder beenden. Wir haben unseren Fluch in unsere Stärke verwandelt. Ich komme nicht mehr weiter, ne? Ich komme nicht mehr hoch. Einmal so eine Strähne gehabt. Und jetzt ist es vorbei. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. In den Kampf. Beim heiligen Licht. Mit Heal-Totem.
Es läuft nicht mehr. Ich habe nur noch Even Shamana als Gegner mit dem Paladin. Echt traurig, ey. Ich mach die Daily hier noch. Und dann, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es einfach auch nicht. Vielleicht probiere ich das dann nochmal mit dem Even Shaman. Dann bin ich auch mal so lame. Nur wenn ich Even Shamane spiele, dann kriege ich ja irgendwie keine Paladine mehr. Also die ersten zwei Runden schon, aber dann habe ich auch nur noch Reno Hexenmeister gehabt und ja, wie auch immer. So hat es sich jedenfalls angefühlt. So, Priester. Priester. Also so ein Big Priest, sehr wahrscheinlich. No risk, no fun. Eintritt. Vernichtet alle unter zwei. Oder Life Drain. Ah, hat er Glück gehabt, den auch noch, ne? Okay. Melde mich zum Dienst. Danke. Melde mich zum Dienst. Das war der dritte Board Clear. Der vierte Board Clear. Okay. Melde mich zum Dienst. Für die Gerechtigkeit. Fünfter Board Clear. One sin. Melde mich zum Dienst. Um den Sinn. Für die Gerechtigkeit. Happy, 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 happy. Oh. Der, ich habe auf alles eine Antwort, Priester. Melde mich zum Dienst. In den Kampf, in den Kampf. Für die Gerechtigkeit. Bam, bam, bam. Der, ich habe auf alles eine Antwort, Priester. Natürlich hat er darauf eine Antwort. Denn sonst wäre es ja nicht der, ich habe auf alles eine Antwort, Priester.
Eier erstecken. Der 1 Million Bordklierpriester. Er hatte 1 Million Bordkliers. Der spielte das Game, wie man es spielen muss. Denn er war der einzig wahre Priester. Das Blöde ist, dass Baku nur 7 Damage hat. Das heißt, ich muss 1 Mana ausgeben. Ach komm. Der tötet. Der macht sowieso ein Boardclear, ob ich die buffe oder nicht buffe. YOLO! Er hatte auf alles eine Antwort, denn er war der Megapriest. Aber was war das denn für ein komisches Play, Alter? Das war ja gut gespielt, ha? Huh? Boah, die Kombo ist mir jetzt erst aufgefallen. Beim Einigen! Happy, 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 happy. Cause I'm happy, and I'm around with each of you, my happy, happy, around with you. Ich hoffe, du hast noch ein Schattenwort tot. Buddy. So viel Glück hat er nicht, dass der... So viel Glück hat er nicht. Siehst du? Wäre auch noch schöner. Oh, I'm happy. Kann unmöglich noch ein Boardclear haben. Und er kann unmöglich ein zweites Schattenwort tot mit einem Boardclear haben. Das glaube ich nicht. Ja. Aha! Verringern wir die Wahrscheinlichkeit, dass der 15-15er stirbt, und wenn er stirbt, weine ich hardcore. Und natürlich hat er so viel Glück. Hass und Leid auf diesen Priester. Ey. Im Ernst, ne? Gibt's da nicht.
Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das wäre mein Win gewesen. Aber nein, er hat natürlich so viel Glück. Tötet alles und respawnt all meine Dudes. Happy, 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 happy. Also dieser Priester, ne? Dieser Priester, ne? Aber das war eben ein krasses Missplay. Der hätte die Karte nicht spielen dürfen, vernichtet alle Diener. Das hat ihn kaputt gemacht, ne? Wow. In den Kampf. In den Kampf. Ich kämpfe. Tut Buße. Das war ein Fehler, ich hätte sogar beide killen können. Ja, wird Zeit für mich wieder aufzuhören, ich bin zu fertig heute. Sorry, Leute. Angstblase. Aber wenigstens habe ich die Angstblase noch fertig gemacht. Und jetzt gibt es noch eine Kartenpackung. Ich habe auch heute echt nicht gut gespielt. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Kann ja auch nicht immer geil sein. Ball geht los. Cool. Cool, cool, cool. Da hat die Folge ja doch noch was Geiles. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.